Bürgermeister zu sein, ist für mich nicht nur die Ausübung eines Berufes, sondern ich verstehe es als eine Berufung, ja, eine Herzensangelegenheit. Und mir geht es dabei um meine liebenswerte Heimat, um die Marktgemeinde Thann und natürlich um die Belange unserer Bürgerinnen und Bürger. Wer mich kennt, weiß, dass meine große Leidenschaft die Musik ist. Es macht unheimlich viel Spaß, gemeinsam zu musizieren und damit anderen eine Freude zu bereiten. Musik entspannt und verbindet. Hast du dir eigentlich schon Gedanken darüber gemacht, wen du willst? Natürlich, aber für mich ist das eigentlich überhaupt keine Entscheidung. Für mich ist das klar, dass ich einen Wolfgang will. Erstens kennt man schon seit über 30 Jahren und außerdem haben wir ihn immer als guten Freund kennengelernt. Ja, du hast recht, und fast genauso lang ist er ja schon bei uns in der Achenor, in der Kirchenband, als wertvoller Musikerkollege. Genau, und darum wissen wir auch, dass er sehr kontaktfreudig ist und dass er gut auf Leute zugehen kann. Außerdem als Bankfachmann hat er wirklich ausgezeichnetes Verhältnis zu den Zahlen. Und wenn er irgendein Ziel vor Augen hat, wenn er sich irgendwas einbildet, dann setzt er alles dran, dass das auch erreicht. Also, meistens, oder? Überall nein. Ich bin auch gern unter geselligen Menschen und beim Sport, zum Beispiel beim Radlfahren oder beim Schwimmen, genieße ich unsere wunderbare Gegend. Er hat das Zeug dazu, er ist ein intelligenter Bursch, lässt sich überall sehen, ist mit Kultur, mit Sport und überall ist er dabei. Und deswegen habe ich einen Wolfgang. Durch aktives Zuhören und offener und ehrlicher Kommunikation will ich bei Entscheidungen Transparenz und letztlich damit auch Akzeptanz schaffen. Servus. Meint ihr schon wieder? Rott? Ja, Schmidt habe ich dir. Was hast du schon wieder für die getan? Ja, das ist gut. Freilich werde ich die. Ich hab jetzt keine Zeit mehr, ich habe jetzt einen wichtigen Termin. Gell? Also Wolfi, servus. Ich möchte die Menschen mitnehmen und beteiligen und somit Bürgermeister im wahrsten Sinne des Wortes sein. Wenn ich einen Wolfi wählen darf, dann darf ich wählen. Aber leider bin ich nicht jung. Die Marktgemeinde Thann soll ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsstandort sein. Kinder, Jugendliche, Familien, Arbeitnehmer, Firmen und Gewerbetreibende sollen beste Rahmenbedingungen vorfinden. Sechstens, das ist auch ein Grund, warum wir einen Wolfgang Schmidt wählen. Er ist immer bürgernah für uns alle da. Ja, jetzt darf ich das erste Mal wählen. Er interessiert sich ja auch für uns Jugendliche. Deswegen wähle ich einen Wolfi. Dabei liegen mir auch unsere Dörfer sehr am Herzen. Eiberg, Zimmern, Walburgskirche. Wir sind eine Marktgemeinde, die Marktgemeinde Thann. Wir kehren zusammen, nicht drinnen oder draußen, sondern miteinander gemeinsam an einem Strang ziehen. Er geht unbelastet politisch in dieses Amt und wird Thann neuen Schwung und neue Ideen bringen. Darum wähle ich Wolfgang Schmidt zu unserem neuen Bürgermeister. Mein Versprechen. Ich werde meine Kompetenz, meine ganze Energie, aber auch viel Leidenschaft zum Wohle der Marktgemeinde Thann einsetzen. Ein starkes Team unterstützt mich. Hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich für den Marktgemeinderat. Geht's zur Wahl, schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 15. März. Vielen Dank.